Hallo Slurps und willkommen zurück zu Spiritfarer. Erstmal strecken. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir wecken mal alle am Schrott. Ich habe gerade zufällig gesehen, dass hier anscheinend voll das seltene Achievement ist, wenn man Astrid nichts von Giovannis Ausflügen erzählt. Voll cool. Wusste ich überhaupt nicht. Habe mich gerade sehr gefreut, als ich es gesehen habe. Weil ich versuche schon auch. Ich bin hier so ein kleiner. Ich mag ja Achievements in Spielen. Mag ich. Achso, jetzt wollte ich gerade gucken, wie viel Hunger er hat. Geht noch. Was ist halt nicht immer möglich, alle zu schaffen. Weil manchmal muss man das Spiel ja dann irgendwie zwei- oder dreimal durchspielen. Die Geduld habe ich nicht. Von daher versuche ich immer Achievements beim ersten Spiellauf zu schaffen. Und ansonsten gar nicht. Wir gucken mal. Ich weiß gar nicht, was der Plan für heute ist. Wo müssen wir da noch hin? Ich muss mal gleich anschauen, was noch fehlt. Wir machen hier nochmal Weizen. Welche Aufgaben wir haben. Ich glaube, wir wollten... Ach so! Wir wollten das Reisbrett vergrößern. Mir fällt es gerade wieder ein. Und dazu brauchen wir... Verbesserungen. Quarzpulver und Zinkbarren. Okay, das machen wir. 8 Quarzpulver. Wo ist denn der Zerschmetterer? Hier. Das wird knapp. Müssen wir nochmal irgendwie Quarz sammeln. Irgendwann. Nicht jetzt. Jetzt haben wir genug. Zink weiß ich gar nicht, ob wir genug haben. So, nochmal 3 Stück hier rein. Ach krass, wenn man Zuckerrohr hier drin macht, kriegt man Zucker anscheinend. Das probieren wir auch gleich mal aus. Okay. Hier. Aber ist... Kann im Zerkleinerer zu Zucker verarbeitet werden, aber ist es Rohrohrzucker oder Rohrrohzucker? Das weiß man nicht. Das sind die wichtigen Fragen, die dieses Spiel stellt. Hauptsache, es wird sehr oft roh gesagt. Okay, Zucker haben wir. Zinkbarren. Haben wir noch Zink? Ui, auch knapp. Auch knapp. Oh, krass. Das war das, wo diese klitzekleine... dieses kleine Räumchen nur ist zum Anheizen. Muss man sich ja wirklich konzentrieren. Los. Cool. Ja, stark, dann können wir zu Albert fahren. 10 Zinkbarren. Nice. Ich habe eine Überraschung. Ich hatte mal wieder Hunger, also habe ich etwas dagegen unternommen. Ich bin von Bord gegangen und habe Bären gepflückt. Aber ich habe es etwas übertrieben. Ich habe zu viele. Hier bitte. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. 2 Heidelbeeren. Danke, Arthul. Okay, wir sind jetzt hier. Und jetzt geht's einmal zu Albert. Und dazu nehmen wir aber den Bus. Einmal zu Alex. In der Zwischenzeit können wir hier ernten. Hallo Giovanni, mein Freund. Ich verstehe das nicht. Alles lief so gut. Ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Deine Astrid hat wirklich eine echt miese Laune. Was soll ich jetzt tun? Ich sollte wohl verschwinden. Aber wohin? Rüber zu Arthuls Werkstatt? Nee, zu frostig. Zu Alice Landhaus vielleicht? Nein, so geht das nicht. Ich werde darüber nachdenken. Wir sehen uns, Bambina. Ich gebe dir mal was zu essen, aber... Niemand hat es verdient, hungrig zu sein. Ich habe leider nichts mehr Anregendes. Ich gebe dir einen Seelentröster. Tut mir leid, Bambina, das Ding strotzt nur so vor Kohlenhydraten. Um Kohlenhydrate mache ich einen Bogen, Schätzchen. Ja, nenn mich ruhig eitel. Ich muss mich gut um diesen Prachtkörper kümmern. Wie sonst könnte mein Haar so glänzen und mein Bauch der Schwerkraft widerstehen, Sowas kann ich nicht essen. Das würde sich direkt in meine Pobacken anlagern. Und das wollen wir ja nicht, oder? Okay, dann kriegst du halt einen Apfel.
Ah, danke, Bambina. Ich hatte einen Löwenhunger. Danke für das Essen. Aha, Löwenhunger, der war gut. Ich bin so ein Scherzkeks. Okay. Einmal gießen, Kartoffeln ernten und dann zu Alex. Was haben wir hier noch? Nochmal Kartoffeln. Einmal gießen und dann zu Alex. Ich glaube, ich muss echt... Ich mache jetzt mal die Musik aus. Das ist alles schön und gut, aber... Irgendwann ist auch mal gut, Alex. Alex! Du magst meine Musik nicht wirklich? Du möchtest wirklich, dass ich meine wundervolle Musik verstummen lasse? Ja. Oh, ganz ruhig, Alex. Finde deinen glücklichen Ort. Denk daran, was Mami dir über die Tyrannen gesagt hat. Na schön. Ich werde mir diese unsichtbaren Kopfhörer aufsetzen. Dann können mich deine Worte nicht mehr verletzen. Oh, Alex, das wollte ich doch auch nicht. Ich habe sie mir auch echt lange angehört. Sind aber manchmal fies, die Leute hier. Ich glaube, wir können einmal zu Olga vorher vielleicht, um nochmal Quarz anzubauen. Vielleicht machen wir das zuerst. Hier oben muss gegossen werden, aber nicht jetzt. Rückfall. Wo ist denn dieser Rückfall da? Rede mit Astrid. Bist du denn Astrid? Ah, du läufst gerade die Leiter hoch. Er ist da. Ich weiß nicht warum, aber es schmerzt ihn gehen zu sehen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es ist so. Es war jedenfalls die richtige Entscheidung. Danke für deine Hilfe, Stella. Jetzt brauche ich etwas Zeit. Ich muss ein Weilchen alleine sein, um nachdenken zu können. Danke, Wildfang. Danke, dass du für mich da bist. Ich glaube, er ist wirklich... Ist er wirklich fremdgegangen, der Giovanni? Und ist jetzt vom Boot weg? Krass. War das gerade echt die letzte Unterhaltung, die ich mit Giovanni auch geführt habe? Ah, ja, manchmal kann das so schnell gehen in Beziehungen. Bin gerade so ein bisschen... Ich muss gerade meine ganzen Dinge erstmal verarbeiten, die passiert sind. Was ist denn hier alles? Erz, Quarz, Kalkstein. Dann fahren wir erst hier runter. Und dann fahren wir zu Albert. Ah. Ah. Nein. Heißt das, wir verabschieden uns als nächstes von Astrid auch? Am Ohr gezogen. Ich bettle nicht um Essen. Vergiss das nicht. Brauchst du ja auch nicht. Ja. Schon gut, erzähl niemandem davon. Und angekommen bei Olga. Oh, Gustav hat bestimmt auch Hunger. Da werde ich auch niemals rausfinden, was der gerne isst. Oh, jetzt habe ich gar keinen Zink mehr, oder? Ich habe doch alles Zink gerade eingeschmolzen. Sonst hätte ich das doch hier anbauen können. Manchmal bin ich echt smart. Einmal Quarz. Habe ich jetzt noch Zink? Nein. Aluminiumerz, Silbererz, dann machen wir wenigstens Aluminium rein. Oh Mann, wie. Das war nicht so smart. Na gut, werden wir in irgendeiner Mine wiederfinden. Komm her. Kalkstein, Marmor. Vielleicht nochmal Esche? Wenn wir nochmal Esche. Okay. Stella. Bist du fertig damit? Ja. Also gut, wir sehen uns später wieder. Okay. Dann einmal zu Albert. Ich glaube, ich brauche echt mal so eine Seilbahn, dass ich ein bisschen schneller mich über das Schiff bewegen kann. So viele Sachen. Was haben wir hier noch?
Die Dice Boys. Werte ihr Haus auf, Bruce und Mickey. Bereitet Thunfisch-Tataki vor. Ich habe noch nicht mal Thunfisch gefangen. Und was ist da oben für ein Ausrufezeichen? Ist doch Gustav, oder? Doch, nee, es ist Giovanni, er ist noch da. Bambina, hey, Erdnüsschen. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass ich in Astrids Haus nicht mehr ganz so willkommen bin. Aber hey, was kann ich sagen? Es ist ja nicht meine Schuld, dass ich unwiderstehlich bin. Oh, Giovanni. So wurde ich nun mal geboren. Die Damen stehen auf mich, was kann ich denn daran ändern? Ja, du musst ja nicht darauf eingehen. Hä? Die nicht beachten? Ja, du kannst ja einfach... Hä, was ist los mit dir? Das wäre echt unhöflich von mir. Ah, gut, gut. Kein Grund, mir diesen Blick zuzuwerfen. Ich verstehe das schon, weißt du? Ich hätte vermutlich dasselbe getan. Na schön, vielleicht nicht genau dasselbe. Aber ja, ich weiß. Ich weiß. Hey, weißt du was? Ihr Pech. Ich werde nicht zu ihr zurückkriechen. Da stehe ich total drüber. Allerdings, nachts ist es an Deck schon etwas frisch. Und wenigstens ein Sofa zum Ausruhen wäre schon nett. Was soll ich nur tun? Denk nach, Giovanni, denk nach. Vielleicht... Hey, Bambina. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Nur einen ganz kleinen für deinen lieben Giovanni? Ich brauche jetzt einen Ort, an dem ich mich ausruhen kann. Ja, ins Gästehaus. Oh, weißt du was? Ein netter Aufenthaltsraum wäre fein. Ja, ein Aufenthaltsraum. Ein cooler Raum, so eine Art Mischung aus Bar und Wohnzimmer. Ein Ort, an dem wir uns alle entspannen und Spaß haben können, verstehst du? Und ich könnte dort sogar schlafen. Komm schon, tu es für mich, bitte. Ich werde auch dafür aufkommen. Danke, Bambina. Vielen Dank. Erdnüsschen. Hör zu. Danke. Ich weiß, dass ich nicht gerade ehrlich war. Und ich weiß, dass du mich bei Astrid hättest einschwärzen können, als du die Gelegenheit dazu hattest. Danke, dass du mein Geheimnis für dich behalten hast. Ich habe das für mich behalten, weil ich nicht sicher war, ob du es getan hast. Vielleicht ist es ja ein Trost für dich, aber diesmal fühle ich mich nicht toll, warum auch immer. Eventuell war es ein Fehltritt zu viel. Ich liebe Astrid immer noch und ich werde sie immer lieben. Aber ich kann mich wohl einfach nicht anständig benehmen. Ich werde mich ändern, versprochen. Und diesmal meine ich es ernst. Giovanni, du bist ein sehr schwieriger Zeitgenosse und ich mag dich nicht besonders. Trotzdem will ich nicht, dass du hungrig bist, noch will ich, dass du irgendwie nachts frieren musst und keinen Ort zum Schlafen hast. Aber dein Verhalten ist, wie soll ich sagen, unter aller Sau. Aber diese Ausreden. Wie soll ich mich denn anders verhalten? Was soll ich denn machen? Ja, Digga. Ist so schwer. Einmal zu Albert. Meine Mutter ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Da gab es auch einen Hühnerstall. Ach ja, meine Mutter. Über die könnte ich dir Geschichten erzählen. Und über ihren Sinn für Humor erst. Nun ja, das Ei fällt wohl nicht weit vom Huhn. Ra, 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 ra. Naja, alle waren schon besser. Okay, Kuhstall, Keller, Schmiede. Das stimmt, wir müssen ja die Schmiede bauen, deshalb machen wir das überhaupt. Was brauchen wir hierfür noch? Zinkbarren und Kometenstein. Oh nein! Macht dein Schiff 40% schneller. Krass, hier geht's ja noch überall weiter. Ja, ja. 30.000 für den makellosen Beluga. Weidenstoff, Kristallglasplatte, Seelenblume. Beseitigt alle Flecken. Eine Galle. Ah, das macht deckt die Karte vielleicht auf. Oder ist das. Brauche ich für den Nebel, glaube ich. Eine Galionsfigur der Nacht macht dein Schiff 60% schneller. Eine Galionsfigur, die die Sonne preist, macht dein Schiff 80% schneller. Seidenstoff, abgefülltes Ektoplasma, Kristall... Oh Gott, was ich da alles brauche noch. Okay, was brauchen wir denn für die Schmiede? Kuhstall, eine Rinderlizenz. Ah, die können wir, glaube ich, erwerben noch. Schmiede, Quarzpulver, Kometenpulver, Pulsarbaren, Eschenbrett. Keller. Der perfekte Ort zum Fermentieren. Kometenstein und abgefülltes Ektoplasma. Also Quarzpulver. Quarz habe ich ja gerade wieder angebaut. Kometenpulver, Pulsarbaren.
Alles klar. Was brauchen wir für den Aufenthaltsraum? Der war hier, oder? 5 Zinkbarren. Gut, dass ich gerade nochmal Zink angebaut habe. Wir gehen mal schnell ins Bett. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht den Zink, das Zink nochmal herbekommen. In welche Mine wir dafür müssen. Nein, falsch. Doch. Erst läuten, dann fahren. Ist hier schon wieder fertig. Aluminiumerz, Quarz, Eschenstamm. Dann fahren wir nochmal schnell zu Olga. Und danach Marmor, Zinkerz zu den South Point Docks. Ich kann mir nie merken, das, was wir... Da können wir nochmal hin. Das ist Zinkerz. Dann fahren wir von Olga zum Zinkerz und dann vielleicht nochmal hierhin für das Pulsarerz. Und hier gibt es die Kometensteine. Hier gibt es aber auch... Nee, genau. Okay, einmal Olga. Olga, South Point Docks. Nee, wir können ja noch gar nicht abprallen, oder? Ich sollte mir dann erst mal nach Oxbury. Um abprallen zu lernen. Hm? Wir haben noch nicht den Obolus. Der fehlt uns noch, weil das Haus noch nicht fertig war. Okay, einmal anpflanzen und zwar, hier machen wir nur mal Karotten und Karotten und wie wär's mit Karotten? Ich hätte gern einen automatischen Gießer, bitte. Das wäre großartig. Nein, nicht nochmal gießen. Einmal gießen reicht. Okay, wir sind gleich da. Bisschen Morgensport. Ups. Sehr geschickt. Hast du vom Boot gehüpft. Okay. Krass, dass das so schnell ging. Und Aluminium. Wir machen hier oben nochmal Quarz rein. Und hier machen wir auch nochmal Quarz rein. Dann ist Olga unsere Quarzschildkröte. Ich glaube, wir hätten Quarz auch einfach vom Drachen holen können. Das ist okay so. Oder wir machen hier unten nochmal Silbererz rein. Hä? Ah, ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Stella. Nein! Bin vorbeigesprungen. Bist du fertig damit? Ja, wir sehen uns später. Tschüss. Dass das Boot schneller wäre, wäre schon cool. Jetzt sollte ich doch mal da rein investieren. Okay, einmal zu den South Point Docks. Rezepte. Thunfisch-Tataki. Ich glaube noch nicht mal das Rezept habe ich dafür. Weige denn den Thunfisch halt. Wildes Hühnchen. Doch, hier, Thunfisch und herzhaftes Gemüse. Aber ich habe keinen Thunfisch, oder? Nur so riesengroß. Da hätte ich mir noch gemerkt, wenn ich die gefangen hätte. Nee, ich habe keinen Thunfisch. Ah, und was war das andere, was ich herstellen soll? Bereite Nudelsuppe für Astrid vor. Mal Rezept gucken. Pilzsalat. Kalmarspieße.
Auflauf, Fleischeintopf, Pfannkuchen, gebratenes Hühnchen, Tasse Tee, Lanternsuppe. Exotisch. Oh, das ist bestimmt was für Reismehl und Fleisch. Das ist bestimmt was für Gustav. Rinderfondue und Kohle. Lanternsuppe. Reismehl und Fleisch. Das probieren wir mal aus. Habe ich Reismehl? Nein. Also einmal Reis in die Mühle. Stark. Das will ich mal ausprobieren. Ansonsten müssen wir halt noch einen Thunfisch fangen. Kriegen wir alles hin. Jetzt zum Beispiel. Am direkten Thunfisch. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, 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 ich merk's. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Komm her, komm her. Oh, nicht so weit weg. Ein Hummer. Ganz nah dran am Thunfisch. Ganz, ganz nah dran. Okay, einmal die Materialien sammeln. Ich habe noch nicht abprallen, oder? Nee. Wie kam ich denn hier hoch? Hab ich da irgend so eine coole Abkürzung gefunden? Oh, ich vielleicht aber gar nicht. Marmor! Ist hier noch was? Ja. Bist du Zink? Wir werden es nie erfahren. Komm her. Eisenerz. Ah, wo ist denn das Zinkerz gewesen? Und wie kam ich da hin? Da kam ich da gar nicht hin. Was machst du denn hier, Niki? Kundschafterin. Na schön. Wir sind also wieder am Anfang, Kundschafterin. Spitz die Ohren. Hier soll heute Abend eine große Lieferung eintreffen. Wir müssen einfach nur ins Lagerhaus rein und abwarten. Deine Aufgabe ist es, die Wachen abzulenken. Ich säge die Stangen auf und der große Kerl hier kümmert sich um die Wachen. Das wird ein Kinderspiel. Dann schnappen wir uns ihre Uniform und latschen ihre Patrouillenstrecke ab, um nicht aufzufallen. Bestanden? Wie? Du willst nicht mitmachen. Du hast nachgelassen, Kundschafterin. Vielleicht werde ich dich degradieren müssen. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, hattest du die Augen einer Killerin. Rot und voll echter Wut. Ein wunderschöner Anblick. Jetzt kommst du nicht mal mehr gegen ein paar Wachen an. Oh, verflucht. Dann machen wir die Drecksarbeit eben selbst. Wir sind nämlich ziemlich gut darin, uns die Hände schmutzig zu machen. Und du, verzieh dich. Es wird nämlich nicht schön. Okay. Dann werde ich mich wohl verziehen. Habe ich kein Problem mit. Ah, Kohle. Nein, ich will das Zinkerz. Hier? Nein, hier war ich schon. Wo ist das Zinkerz? Hier oben. Oh, danke. Okay. Kann ich hier noch irgendwo hin? Für jeden Vorfall gibt es ein entsprechendes Formular. Deshalb nennen mich viele den Formularbeiter. Na schön, in Wirklichkeit heißt es Vorarbeiter, aber meine Version ist lustiger. Das ist bestimmt ein witziger Joke im Englischen. Okay. Wie viel brauchen wir für den Aufenthaltsraum an? 5 Zinkbarren. Wir haben jetzt mehrere. Das heißt, ich muss gerade mal gucken. Dann können wir vielleicht die nochmal einschmelzen. Ja, dann hätten wir nochmal 2 zum Anbauen. Cool, dann können wir das gerade nämlich erledigen.
Ist es eigentlich, geht schneller, wenn man mehr Kohle reinmacht? Und deshalb dauert es bei mir immer so lange? Weil ich immer nur so 1, 2 Kohle reinmache? Oder ist das total egal? Hm, müsste ich mal ausprobieren. Bauen wir noch schnell den Aufenthaltsraum. Und dann gucken wir mal, was so geht. Zack, Zinkbarren. Bauen, Aufenthaltsraum. Wohin mit dir? Direkt neben Astrid, das wäre natürlich mega fies für Astrid, das mag ich nicht. Unten drunter geht auch nicht. Ah. Hier vielleicht. Hier ist ganz schön sogar, wie es aussieht. Oder wollen wir den unten hinmachen? Kann ich das hier austauschen? Wir müssen hier eh mal ein bisschen... So geht die Leiter dann komplett durch. Bearbeiten. Auswählen. Ich glaube, ich muss hier eh mal langfristig umsortieren. Passt der aber hier unten rein, der Aufenthaltsraum? Nein. Aber das wollten wir eh nach oben versetzen. Ah. Irgendwie. Ich freue mich drauf, wenn wir noch mehr Gebäude haben und wir dann echt ein bisschen puzzeln müssen. Oder es sehr cool machen können. Alles klar, wir gucken noch einmal hier rein. Ne, wo ist der Aufenthaltsraum? Der Aufenthaltsraum war jetzt unten. Natürlich. Ach ja, schön. Oh, das sieht cool aus. Oh, wie cool. Nein, nein, nein. Irdische Mühen hinter sich lassen. Oh, das ist cool. Ah. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und habt noch eine schöne Zeit. Bis dann, ciao.